Was ist das Geheimnis mentaler Stärke? Wir leben in einer Welt, in der die Menschen immer verweichlichter werden. Dabei ist mentale Stärke ein unglaublich wichtiger Faktor für Erfolg im Leben. Bei einer Studie aus dem Jahr 2007 wurden über 2000 Kadetten einer Militärakademie beobachtet. Um in die Akademie aufgenommen zu werden, mussten die Kadetten mehrere brutale Tests bestehen. Dabei wurde herausgefunden, dass Intelligenz, Fitness und Führungsqualitäten nicht den entscheidenden Unterschied gemacht haben. Die Eigenschaft, die die erfolgreichsten Kadetten hatten, war mentale Stärke. Doch nicht nur im Militär, sondern auch wenn es um dein Glück, deine Gesundheit und deinen Wohlstand geht, ist mentale Stärke eine essentielle Fähigkeit. Deshalb schauen wir uns jetzt an, wie du eine unerschütterliche mentale Stärke entwickelst. Bevor wir dazu kommen, was du tun solltest, um mental stärker zu werden, müssen wir uns zuerst anschauen, was du ab sofort nicht mehr tun solltest. Denn es gibt Denkmuster und Gewohnheiten, die dich herunterziehen und schwächen, ohne dass du es merkst. Die Gewohnheiten, die dich mentale Stärke kosten, sind: erstens, Verantwortung abzugeben. Wir geben Verantwortung meistens nicht bewusst ab. Doch vielleicht sagst du dir in Gedanken manchmal Sätze wie: Oh, ich habe heute gar keinen Bock, aber ich muss zur Arbeit, oder mein Chef macht mich verrückt. Doch stimmt das wirklich? Musst du zur Arbeit oder ist das deine fucking Entscheidung? Macht dein Chef dich verrückt oder lässt du dich verdammt nochmal von deinem Chef verrückt machen? Der erste Schritt zu mentaler Stärke ist, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für dich, dein Leben und alles, was dir zustößt. Versuche deshalb ab sofort Gedanken, die dir Verantwortung rauben, zu erkennen und zu vermeiden. Die nächste Gewohnheit, die dich mentale Stärke kostet, ist zweitens, negative Gedanken über dich selbst. Wenn du dir ständig sagst, dass du ein Versager bist, wird dein Gehirn ununterbrochen nach Beweisen dafür suchen. Und wenn du dir ständig sagst, boah, ich habe keine mentale Stärke, dann wird dein Gehirn sich darauf fokussieren. Es wird dir immer mehr Argumente dafür liefern und alles, was dagegen spricht, einfach ausblenden. Das Gute ist, dass dieser Prozess auch umgekehrt funktioniert. Wenn du dir immer wieder Fragen stellst wie: Welche Erfolge hatte ich heute? Worin habe ich mich verbessert? Warum bin ich ein Gewinner? Was spricht dafür, dass ich mental stark bin? Dann wird dir dein Gehirn Argumente liefern, die dich stärken. Und diese Methode ist super einfach, aber sehr wirksam. Stell dir in Gedanken immer wieder solche Fragen, zum Beispiel beim Autofahren oder wenn du im Supermarkt an der Kasse wartest. Die letzte negative Gewohnheit, die du vermeiden solltest, lautet: drittens, dich von Gefühlen vereinnahmen lassen. Mental starke Menschen haben alle eins gemeinsam: sie lassen sich von ihren Gefühlen nicht lenken. Sie gehen ins Gym, auch wenn sie keine Lust haben. Sie halten eine Rede vor tausenden Menschen, obwohl sie Angst haben. Sie treten selbstbewusst auf, auch wenn sie sich unsicher fühlen. Mache dir immer wieder bewusst, dass du nicht deine Gefühle bist. Nur weil dir deine Gefühle sagen, dass du jetzt Netflix schauen solltest, statt ein Buch zu lesen, musst du das noch lange nicht tun. Das heißt nicht, dass du deine Gefühle jetzt unterdrücken solltest. Lasse deine Gefühle da sein. Erkenne sie an. Aber lasse dich nicht von ihnen lenken. Ich weiß, das erfordert etwas Übung und ist nicht immer leicht, doch ich verspreche dir, dass es sich tausendfach für dich auszahlen wird. Diese drei Punkte, die wir gerade besprochen haben, werden dich automatisch mental verdammt stark werden lassen. Damit du deine mentale Stärke jedoch auch aktiv trainieren kannst, habe ich drei Übungen für dich. Erstens, stehe sofort auf, wenn der verdammte Wecker klingelt. Starte den Morgen nicht direkt mit einer Niederlage, indem du auf die Snooze-Taste drückst. Steh sofort auf, wenn der Wecker klingelt, und dominiere deinen Tag. Zweitens, kalt duschen. Kalt zu duschen ist nicht nur gesund, es macht dich auch mental stärker, weil du dabei deine Komfortzone verlässt, und das ist super wichtig. Drittens, Meditation. Die meisten Menschen können heutzutage nicht mit sich selbst alleine sein. Sie müssen sich ständig durch Musik, Videos und andere Dinge ablenken. Das ist das genaue Gegenteil von mentaler Stärke. Deshalb ist einer der besten Wege, um letztere zu trainieren, dich einfach für ein paar Minuten hinzusetzen, die Augen zu schließen und nichts zu tun. Welche dieser drei Übungen wirst du ausprobieren? Lass es mich unten mal in den Kommentaren wissen. Arnold Schwarzenegger hat einmal gesagt: Den Widerstand, den du im Gym bekämpfst, und den Widerstand, den du im Leben bekämpfst, können nur einen starken Charakter bilden. Letztendlich fasst dieses Zitat, dieses Video und das Geheimnis mentaler Stärke sehr gut zusammen. Gebe immer ein paar Prozent mehr, pushe dich ein Stück weiter und überschreite deine Grenzen. Dann sind mentale Stärke und ein geiles Leben schon fast garantiert. Und bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch etwas für dich.
Wenn du gerne selbstbewusster, zielorientierter und disziplinierter wärst, dann lade ich dich herzlichst zu meiner kostenlosen Challenge Life Mastery ein. 7 Tage, in denen du mit tausenden weiteren Menschen auch an deiner mentalen Stärke arbeiten wirst. Am 1.12. geht es los. Melde dich jetzt an, indem du auf den Link hier oben in der Infokarte klickst. Ich freue mich auf dich, dein Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.